Diese Woche im Produktcheck eine Thermohose von Nordkap in Anthrazit. Erhältlich in der Damen- und Herrenausführung. Wir checken sie auf Qualität, Funktionalität und Kundenbewertungen. Personalshop-Chefeinkäufer Armin Nowakowski wählt die Ware nach strengsten Qualitätskriterien aus. Für uns im Einkauf ist Produktqualität ganz besonders wichtig. Wir achten darauf, dass die Produkte, die wir anbieten, ganz besonders langlebig sind. Schließlich sollen unsere Kunden lange Freude daran haben. Produkttester Valentin ist Experte für hochwertige Outdoor- und Funktionsbekleidung. Bevor die Produkte in den Personalshop-Filialen und im Onlineshop landen, unterzieht Valentin sie einer strengen Kontrolle. Mit unterschiedlichen Labortests überprüfe ich heute die Qualität der Thermohose und unterziehe sie dann später einem Funktionalitätscheck in der Praxis. Was mir hier sofort auffällt, ist das seidig weiche Außenmaterial, das trotzdem griffig ist, und innen das feine Material, das die Wärme in der Hose hält. Dass sich das Material nicht nur hochwertig anfühlt, sondern auch hochwertig ist, zeigen wir in diesem Experiment, dem sogenannten Spray-Test. Hier wird geprüft, wie stark das Material wasserabweisend und in weiterer Folge auch schmutzabweisend ist. Und dazu gieße ich 250 ml destilliertes Wasser über das Gewebe und vergleiche es anschließend mit einer Benetzungsgradskala. So, man kann schon sehr gut sehen. Also, man sieht hier schon, das Wasser perlt vom Material sofort ab und auch im Vergleich mit der Benetzungsgradskala liegt es in der Top-Klasse. Das heißt, dieser Test ist bestanden. Die Thermohose eignet sich aufgrund ihres perfekten Wärmerückhalts für alle Wintersportarten, sei es Rodeln, Skitouren oder Schneeschuhwandern. Und da ist natürlich auch wichtig, dass das Material so einiges aushält. In diesem Fall haben wir ein sogenanntes Mini-Ripstop-Gewebe, das besonders reißfest und robust ist. Mit dem Abrasionstestverfahren können wir das überprüfen. Und dazu habe ich ein Stück des Außengewebes in die Maschine eingespannt und einige Zeit intensiver Reibung ausgesetzt. Und wir schauen uns jetzt an, ob der Stoff Schaden genommen hat. Nein, keine Abnutzungsspuren zu sehen. Das garantiert, dass die Thermohose ihren sportlichen Aktivitäten noch über Jahre standhält. Beim Funktionalitätscheck schicken wir Valentin auf eine Wanderung in den herbstlichen Thüringer Wald. Wir wollen sehen, ob die Hose hält, was sie verspricht und auch gut zu tragen ist. Heute ist ein typischer Herbsttag, regnerisch, kalt, aber das sind die perfekten Bedingungen, um eine Thermohose zu testen, und zwar bei einer ausgiebigen Wanderung. Ich habe jetzt laut meiner Tracking-App an die 7 Kilometer hinter mich gebracht. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen natürlich ins Schwitzen gekommen, aber die Thermohose, die ist sportfunktionell und leitet darum die Körperverdunstung nach außen ab. Ich mache aber trotzdem eine Pause und werde schauen, ob auch die Wärme gehalten werden kann. Eine halbe Stunde später ist Valentin noch immer nicht kalt. Die Thermohose ist also nicht nur atmungsaktiv, sondern hält dabei auch die Körperwärme. Jetzt will ich aber wissen, wie es sich mit Wasser von außen verhält. Und dazu imitiere ich einen starken Regenfall, indem ich Wasser aus meiner Trinkflasche über das Hosenbein gieße. Und ja, man kann sehr gut sehen, wie das Wasser abperlt und sich der Stoff nicht vollsaugt. Es ist wirklich keine Nässe nach innen gelangt. Den Wasserdurchlässigkeitstest hat die Thermohose auch bestanden. Wichtig für mich als Produkttester ist natürlich auch, was die Kunden und Kundinnen vom Produkt halten. Und da heißt es zum Beispiel Lieblingshose, super Thermohose, vielseitig nutzbar. Mein Fazit: Die Thermohose von Nordkap ist der perfekte Allrounder für die kalten Tage und der Preis zu dieser Qualität ist fast schon unglaublich. Personalshop beweist doch dieses Mal wieder: Markenartikel zu Bestpreisen.